So, weiter geht's hier mit Kotor. Alter. Oh, fick dich. Da rein geht's jetzt zu das Grab von Fred und Nat. Diesmal habe ich die Uhr sogar dran gedacht. Oh, nicht gut. Wow, die Uhr gedacht. Yo, und nein. Ja, dann gucken wir uns mal hier um. Endlich habe ich euch eingeholt. Das Lager der Sith liegt in Trümmern. Ihr habt ganze Arbeit geleistet. Ich habe Kelborn von euren Fortschritten berichtet. Er lässt ausrichten, dass der Rest eurer Einheit bereits auf dem Weg nach Itzitz ist. Kex hat versucht, Informationen zu sammeln. Kex denkt, das könnte das Grab von Frieden Ned sein. Wir wussten, dass es auf diesem Mond ist, aber wir hatten keine Ahnung, dass unser Lager direkt daneben aufgeschlagen war. Wer war Fred Ned? Ein gefallener Jedi. Er hat Onderon vor langer Zeit erobert und sich zum König ernannt. Die Mitglieder der königlichen Familie sind seine direkten Nachkommen. Diesen Teil der Geschichte Onderons würden seine Bewohner gerne vergessen. Wie konntet ihr das verpassen? Wir sind nicht hier, um die Gegend zu erkunden. Wir hatten Befehl, unauffällig eine Bergungsmission durchzuführen. Diesen Befehl haben wir befolgt. Zukas Langstreckensensoren haben auch nicht funktioniert. Wenn dieses Lager keine Nachrichten gefunkt hätte, würden wir immer noch danach suchen. Das ist alles, was über das Grab ist. Frieden Ned war ein dunkler Jedi. Er soll schlimmer gewesen sein als Revan und Malak zusammen. Dieser Ort ist böse. Die Sith sind eine große Gefahr. Ich spüre die Kraft der dunklen Seite. Frieden Ned muss wirklich mächtig gewesen sein. Das Echo seines Lebens klingt immer noch nach. Hier ruhen viele Geheimnisse. Ich gehe wieder nach draußen. Ich muss den Pfad bis zu unserem Lager überwachen. Toll. Habe ich den nicht mal mehr als Anlaufstelle, den Kern. Leckt's eigentlich? Kombinieren des Siths. Die Zeit des Trainings ist vorbei. Ein Eindringling ist im Grab. Er darf nicht zu unserem Meister vorstoßen. Das Ritual darf nicht gestört werden. Ich muss wohl nicht betonen, was passiert, wenn wir versagen. Wenn ihr versagt, dann seid ihr schon tot. Ja. Männer, folgt mir! So würde ich jetzt mal vermuten, wenn sie versagen, dann haben sie schon verloren. Irgendwie kommt mir das Holz jetzt ein bisschen verlecken. Ja. Es leckt auf jeden Fall. Alter. Was ist das jetzt? Hä? Bin ich hin? Ich bin wieder raus. Was ist das? So, jetzt gehe ich nochmal rein. Verdammt nochmal. Quatsch, echt. Einfach raus mich zu werfen. Jetzt geht's, glaube ich. Ja, naja. Ihr wolltet es ja so. Kann nicht mehr sein Schockding einsetzen. Ja. Ich werde ihn lehren. Das war der einzige. Dann sind denn die Gegner. 5 Frames per Second ist irgendwie extrem schlecht. Ich werde mal kurz gucken, ob ich noch irgendwas offen habe, was es zum Lecken bringen könnte. Ich hoffe, jetzt ist es besser, aber eigentlich habe ich nichts gefunden und es ist auch nicht besser. Unbeschreiblich dieser Lag. Todeslag. Vorne sind auch nochmal Gegner. Ah cool, Lichtschwert werfen kann er. Sehr gut. Ja. Wenn ich lecken würde, wäre ich das vielleicht auch ganz gut. Ja. Ich hoffe, der stirbt dann. Ah ja, gut. Ja. Ihr wolltet es ja so. Genau, ich wollte so. Das ist ja leckt.
Plasma-Granate. Ganz toll. Ich weiß nicht, aber ich glaube, im letzten Part hat es auch schon irgendwie geleckt. Da war die Stimme so verzogen. Also so irgendwie nicht richtig geordnet. Da kam der Ton schon, bevor es passiert war. Macht sich ja. Keine Ahnung, warum sowas liegt. Ja. Macht sie fertig. Ja. Den Part nehme ich jetzt halt noch auf, weil ich hab heute schon keinen hochgeladen. Ja, warum brauche ich denn einen? Weil das übrigens der 15. Wie kann ich dienen? Ach Gott, ah, ich weiß noch. Ja, so daran erinnere ich mich noch. Ach Gott. Hier gab es so Rätsel. Vorher mache ich noch. Hier ist alles. Wie es Haltungs gibt. Das ist zumindest nicht. Gut, jetzt habe ich hier so einen Haltreden und wieso bin ich jetzt wieder Badur? Verstehe ich nicht. Egal. Bin ich das ist in 0, nichts offen. Das schaffe ich nicht. Oh, Alter. Er sagt, es ist in 0, nichts offen. Das ist in 0, nichts offen. Das schaffe ich nicht. Wir halten nicht auf, blöde Kiste. Gucken. Die Sith haben an diesem alten Computerterminal gearbeitet. Es war wohl eine delikate Angelegenheit. Versuchen, das Terminal zu reparieren. Es gibt 6 Kernmodule, beschriftet A bis F. Eines der Module ist instabil und muss ersetzt werden. Sie haben zu jedem Modell einen Diagnosebericht angelegt, um zu sehen, welches noch funktioniert. 4 Diagnoseberichten gibt es einen einzigen Fehler, die anderen beiden sind korrekt. Der Bericht des instabilen Monsuns ist einer der beiden Berichte, die korrekte Ergebnisse liefern. Hä? Na egal. Die Berichte sind A, F, E, B, B, D, C, E, C, E, B, A, D, F, A, C, E, F, DC und FADC. Kann ich mich auch abwenden? Ja, also FABDC. Ich hab's keinen Bock, das so mit Kopf zu lösen. Nee. Speicher. Oder Krill. Zwischenspeicherdingens. So. Und dann braten. Naja. Kernmodul A. Bin ich jetzt tot? Ne. Ich bin geladen. Krück. Dann kann ich die Kiste öffnen und ich will lösen, was da drin ist. Natürlich könnte ich das jetzt auch irgendwie rausfinden, aber ich habe keine Ahnung, wie es geht. Ich habe das Spiel schon mal durchgespielt, aber ich glaube, da habe ich es noch im gleichen Verfahren gemacht. Laden und neu probieren. Irgendwann wird es ja schon sein. Ich könnte es natürlich auch im Internet nachgucken. Aber nee, kein Bock. Kernmodul B. Auch falsch. Laden. Ja. Kann man nichts machen. Es tut mir leid, dass ich, aber ich will das jetzt rausfinden, weil ich will wissen, was da drin ist. Und, boah. Dann, falls ihr das Spiel durchspielen wollt, dann braucht ihr einfach den Part hier gucken und ihr wisst, welches das Richtige ist. Soll ja auch so eine kleine Hilfe für Leute sein, die das gucken. Gut, C. War's. Oh, jetzt habe ich mein Lichtschwert aktiviert. Ich bin auf C, X gekommen. Öffne die alte Kiste. Kristall, irgendwas. Gut, lass mich durch. Ja. 4 Minuten, da gehe ich noch die andere Abzweigung hier lang. Die andere Richtung. Ich hoffe, beim nächsten Mal kann ich Lag frei spielen, weil das regt mich gerade auf. 5 Frames per Second aufzunehmen, ist irgendwie scheiße. Shani-Schild.
Oh, ein Roboter. Kämpfen die? Kämpfen bestimmt. Wusste ich doch. Ha! Ist nicht gut. Ich wusste, dass die Roboter gegen mich kämpfen werden. So, das. Ja, Prinz. Schuss hier echt. Ja. Rump, rump. Haut zu. Ah, schon down. Schön, schön. Hier komme ich noch locker durch, aber. Ach, ich schon. Also, ja. Ich nenne es jetzt mal Angst vor dem Endkampf hier in dem Grab gegen die Meister, wie der Typ sie genannt hat. Das ist nicht schön. Das ist auf jeden Fall. Ich renne jetzt in die andere Richtung. Ah, Idiot. So lang. Hm, ja, genau. Lebenserhaltungskit. Ist klar, ne? Die Wehrspank. Kiste krieg ich sowieso nicht auf. Das ist das alte Terminal. Reparieren, das heißt diesmal. Hm, die SIF konnten den Großteil des Terminalkerns reparieren, es müssen noch eine einzige Gleichung gelöst werden. Die letzte Gleichung fehlen die mathematischen Operatoren mit den passenden Operatoren, während die Gleichung ausgeglichen. Die Gleichung ist 6 unterstrichen, also 6 fehlen 2 in Klammer 8. 8, 9, 1. Okay, das kriege ich sogar hin. Zum ersten Operator. Oh Gott. 13 muss rauskommen. 6 plus 2. Alter, das ist wieder so eine Rechnung hier. 6 plus 2 mache, habe ich... Ich müsste es doch dann einmultiplizieren. Oder ne, bei Plus nicht, nur bei Mal. Also 6 plus 2 wären 8. Ja, 8. Wenn ich dann plus 8 mache, habe ich 19? Nein, so geht's nicht. 6 plus 2 minus 8, dann habe ich 0. Nein. 1 gibt nur 10, 4 macht 3. 6 mal 2. 12. 12. Minus 8 sind. Meine Kopfrechenkünste sind gerade so schlecht. 12 minus 8. Ach, Scheißwecker, ach. Ne, 12 minus 8. Das will ich jetzt noch kurz zu Ende rechnen. Wenn dies nicht ist, dann gucke ich im Internet nach und. Das mache ich das nächste Mal. Aber 12 minus 8. 6. 4. 4. Plus 9. 13. Und dann müsste ich die 1. Mal 1. 13 mal 1, ja. Speicher kurz. Ich will speichern. Und jetzt probiere ich es. Mal, minus, plus. Okay. Ja, bla. Das erste ist multiplizieren. 6 mal 2. Zweiter Operator, minus 8. Plus 9 mal 1. Richtig, ha? Na? Gut.
Das habe ich sogar selber, ohne irgendwie rumzutricksen. Aber das rumzutricksen, das dauert ja ewig. Da gibt es ja so viele verschiedene Möglichkeiten. Das wäre jetzt Kristallgrün, Leuchtkristalllinse. Gut, dann sehen wir uns hier das nächste Mal wieder. Ohne Lack, hoffe ich. Dann gehen wir hier durch diese grüne Abschwerbarriere, Dingens, Kirchen, bla 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 bla. Und jetzt habe ich mich schon davor gebackt. Egal, bis zum nächsten Mal.